Der österreichische Kinofilm Joy beleuchtet auch die religiösen Traditionen in Afrika. Diese werden von den Menschenhändlern missbraucht, um junge Frauen gefügig zu machen. Juju ist etwas Dämonisches. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Die Christen glauben an Gott und wir glauben an Juju. Bevor sie dich nach Europa verfrachten, musst du einen sogenannten Juju-Schwur leisten. Du musst schwören, dass du deiner Madame keine Schwierigkeiten bereiten würdest, nicht davonlaufen wirst und nicht die Polizei verständigst. Wenn du dich nicht daran hältst, drohen sie dir und deiner ganzen Familie mit dem Umbringen. Man hat mich zu einem Juju-Priester gebracht. Der hat mir befohlen, meine Kleidung abzulegen und in einem seltsam riechenden Wasser ein Bad zu nehmen. Nachdem ich darin gebadet hatte, brachte er neue Rasierklingen und hat mir leichte Schnitte am Kopf, am Rücken und an den Beinen zugefügt. Außerdem hat er mir Kohle auf den Kopf geschmiert und Beschwörungen gesungen, von denen ich kein Wort verstanden habe. What he was talking about. Then after that, he asked me to. Dann hat er ein Huhn mit bloßen Händen getötet und das Herz mit den Fingern herausgerissen. Das musste ich dann schlucken. Es war ekelhaft. It was really horrible, you know. Wenn du mit diesem Glauben aufwächst, ist es schwer zu begreifen, dass da nichts dran ist. Weil für dich ist das alles echt und auch die Angst. Es ist für uns einfach komisch, aber wir fürchten uns davor. Fassungslos lauschen die Schülerinnen und Schüler den Schilderungen der jungen Frau, die nicht viel älter ist als sie selbst. Die Thematik ist in Österreich anscheinend noch nicht genug angekommen und noch nicht genug irgendwie diskutiert worden. Von daher sind solche gerade Schulveranstaltungen so wichtig. Und man hat ja auch in den Fragen gemerkt von den Schülern, da war wirklich die Neugierde da und auch wirklich, dass Fragen gestellt wurden, wo ich mir dachte, die hätte ich mich nie getraut zu fragen. Aber irgendwie, manchmal ist man dann doch froh, dass es jemand getan hat. Und das machen Schüler, das machen Erwachsene nicht. Glauben Sie, dass Sie jemals wieder Spaß am Sex haben werden können? Ja, natürlich. Wenn du jemanden liebst, dann ja. Ja. Yes, yes. In der stickigen Zwei-Zimmer-Wohnung im 18. Bezirk werden teilweise bis zu 12 Rumänen von Gigis Arbeitgeber untergebracht. Österreichische Waren können sich die Männer bei ihrem Gehalt nicht leisten. Ja. Rumänische. Alles aus Rumänien. Dort ist Rumänien. Korn. Ja. Nicht das erste Mal konfrontiere ich mich mit solchen Sachen, aber leider Gottes nicht jeder hat das Mut und die Courage, dass sie darüber reden. Manche schämen sich, manche haben so satt und sind so verzweifelt, dass sie hinterlassen alles, also lassen hinter sich alles und nur flüchten. Weil solange, dass ich für meine Arbeit, für meine Leistung keine Entlohnung bekomme und unter diese Umstände arbeiten muss, dann bin ich eine moderne Sklave. Habe ich dann Freiheit, dass ich gehe, aber wohin? Ich bin ein Verlierer. Gigis Leitgenossen befinden sich um diese Uhrzeit auf der Baustelle. Gigi hofft, dass er beim Packen von niemandem gesehen wird, da er die Reaktion seines Arbeitgebers fürchtet. Aber nach 5 Monaten reichen Gigi die erbärmlichen Arbeits- und Wohnverhältnisse. Wir müssen früh aufstehen, gehen wir am Klo und dann... Und am Abend eine nach der andere. Also bis wir was zu essen vorbereiten, uns duschen können, es ist schon mal 11 Uhr in der Nacht. Ich schäme mich darüber, noch sogar zu reden, zu erzählen, dass du in meinem Zimmer, in so ein kleines Zimmer, 4 Männer
zusammengequetscht schlafen. L'unui miros picioarele, l'unui mai trage o Fußgeruch, mein andere Furz. Gigi möchte zurück zu seiner Familie. Sollen seine Arbeitskollegen doch weiter den leeren Versprechungen auf gerechten Gehalt glauben. Er jedenfalls hat die Nase voll und hofft durch Frau Elisabeth doch noch an seinen Lohn zu gelangen. Leider sind die Täter am Bau nicht so leicht dingfest zu machen. Am Anfang haben sie eine Situation, die ja fast hundertprozentig legal ist. Sie sehen, Arbeiter auf einer Baustelle ist erlaubt. Das heißt, wir müssen uns da mühevoll heranarbeiten, damit wir dann möglicherweise einen Fall identifizieren. Aber dann fehlt uns oft dieses dritte Ding, dass die Opfer wirklich wollen, dass der Täter hinter Gitter kommt. Das fehlt sehr oft, weil es eine Art Beziehung besteht. Das heißt, das ist ja mein Loverboy, das ist ja mein Freund, das ist ja mein Mann, das ist ja der Cousin, der uns Arbeiter organisiert hat. Und das ist die Schwierigkeit, beim Menschenhandel wirkliche Beweise zu finden. Liberty wurde Opfer von moderner Sklaverei, wenn auch seitens ihres verstorbenen Gatten kein Vorsatz dahinter stand. Heiratete der Österreicher die Philippinen aus ehrlicher Zuneigung, so schlich sich mit der Zeit ein Muster in die Beziehung ein, das schließlich zu der häuslichen Ausbeutung der Frau führte. In the beginning we have a normal relationship. Am Anfang war es eine ganz normale Beziehung. Aber dann änderte sich alles. Er hat sich insofern verändert, dass plötzlich nur mehr Geld eine Rolle spielte. Geld, Geld, das war alles, wofür er einen Kopf hatte. Jedes Mal, wenn ich vom Arbeiten nach Hause kam, hat er schon in der Türe gewartet und mich gefragt, ob ich mein Gehalt erhalten habe. Ich habe ihm gesagt, lass mich in Ruhe, ich bin müde von dem langen Tag. Have you paid? I said, yeah, let me in first, I'm tired. Die magere Verlassenschaft des Mannes trägt wenig zu Libertys Existenzsicherung bei. Umso mehr, dass sie nicht die einzige Frau mit Erbansprüchen gegenüber dem Verstorbenen ist. It's not easy when you marry with a foreigner or something. Es ist nicht einfach, wenn du einen Ausländer heiratest, einen Weißen, der von einer ganz anderen Kultur stammt als wir Philippinen. Jetzt bin ich keine Sklavin mehr und auch kein Roboter. Ich fühle mich jetzt gut, weil ich gehen kann, wohin ich will und das tun kann, was ich möchte. And now I feel good. I feel good. I can move and I can do what I want. Als Asylanwärter sind Mikes Arbeitsmöglichkeiten sehr eingeschränkt. Der sogenannte Dienstleistungscheck ermöglicht es ihm, von Privatpersonen legal bezahlt zu werden. Er erhält vom Arbeitgeber kein Bargeld, sondern den Dienstleistungscheck im Wert der geleisteten Arbeit. Kaufen kann man diesen in jeder Trafik. Für mich, Silber, dass ich habe die Mike also, kennengelernt. Ich bin sehr froh, weil ich brauche wirklich auch mal also ein bisschen Hilfe. Und das bin ich glücklich. Ja. Mit dem Dienstleistungscheck kann man legal einfache Arbeiten im Haus oder Garten erledigen oder zum Beispiel Kinder betreuen, sie zur Schule bringen. Also solche Sachen halt. Durch den Dienstleistungscheck ist Mike unfallversichert, was auch für den Arbeitgeber wichtige Sicherheiten mit sich bringt. In seinem Heimatland, mit dem Leben bedroht, findet Mike, so hofft er, langfristig Schutz in Österreich. Demnächst werde ich die Deutschprüfung machen. Das Problem beim Deutschen sind die unglaublich langen Wörter. Und die Aussprache ist eine riesen Herausforderung für Menschen mit anderer Muttersprache, eben für uns Filipinos. Deine also das, was hast du von mir bekommen, von deiner Arbeit? Ja, ja. Okay? Danke. So, danke und bis nächstes Mal, gell? Und machen wir so immer die gleiche Arbeit im Garten. Das ist alles, was ist wichtig für mich zu helfen als Pensionistin. Dankeschön. Wie Joanna wurde auch Laveth Igedosa in Nigeria geboren. 2008 wurde Laveth mit falschen Versprechungen nach Europa gelockt. Es wurde ihr eine Ausbildung im Computerbereich vorgegaukelt.
Dann hat alles angefangen. Sie sagte mir, dass es da keine Computerschule gibt, sondern ich als Prostituierte anschaffen müsse. Ich habe gesagt, was? Das war so nie ausgemacht. Die Geschichte mit der Computerschule war also nur Vorwand, um Mädchen anzulocken und ich müsse die Sache einfach akzeptieren. Aber etwas in mir hat sich dagegen gesträubt und ich habe mir gesagt, du bist betrogen worden und du wirst diesen Job nicht machen. Es gab eine Organisation in Linz und von dort wurde kontaktiert, dass es eine Dame gibt, die vermutlich Opfer von Menschenhandel sein könnten, dass sie bedroht wird. Und so habe ich sie dann mal Erstgespräch und ihre Geschichte angehört. Ihre Charakterstärke vereitelte den Plan der Menschenhändler. Ihr Ungehorsam hatte für Lovett jedoch dramatische Folgen, da dieser organisierten Kriminalität rohe Gewalt Mittel zum Zweck ist. Ich kann mich genau daran erinnern. Ich kam hier entlang von der Kirche. Plötzlich tauchte die Madame auf und schrie mich an, Lovett, ich will mein Geld. Als ich ihr gesagt habe, sie soll mich in Ruhe lassen, hat sie mich mit Pfefferspray attackiert. Sie hat meine Jacke aufgerissen und ein Messer gezogen. Zum Glück war ein Bekannter in der Nähe. Der hat ihre Hand mit dem Messer festgehalten. Ich war komplett außer mir und habe so geschrien, dass schließlich auch die Polizei auf die Situation aufmerksam wurde. So that was how I was shouting, I was screaming, so all that church members have to call the police to the scene. Und wir müssen nicht vergessen, wir reden zwischen Frauen. Die Zuhälterin, eine Frau, und die betroffene Frau ist eine Frau. So diese ganze patriarchalische Denken ist mal weg. Es geht jetzt um die Machtposition aus Grund der Alter, aus Grund der Geld, ja? Yes. You hear from your mom? No. You know here? No. Der nigerianische Frauenhandel ist das einzige organisierte Verbrechen weltweit, das nahezu ausschließlich von Frauen, den sogenannten Madames, kontrolliert wird. Nach Österreich geschleust besitzen viele der Opfer weder Identitätsdokumente noch Kenntnisse über die hiesige Gesellschaft. Dermaßen hilflos fügen sich die Frauen ihrem Schicksal und nigerianische Prostituierte, die Opfer des Menschenhandels waren, werden später oft selbst zu Zuhälterinnen. Es war genau dieser Platz. Es war hier. Sie sollten sich Europa überhaupt nicht erst zum Ziel machen. Ihre Weigerung, in Wien als Prostituierte zu arbeiten, hatte auch gravierende Auswirkungen auf Familienangehörige von Lovett in Nigeria. Als das passiert ist, musste ich meine Eltern anrufen und ihnen mitteilen, dass die Sache außer Kontrolle geraten ist und die Polizei eingeschaltet wurde. Und so ist das Ganze dann passiert. Die Familie meiner Madame hat mich aus Nigeria hier in Österreich angerufen und mir gedroht, ich solle nie wieder nach Nigeria kommen, weil sonst würden sie meine Familie umbringen. Meinen Onkel haben sie wirklich entführt, da er ja die Verbindung zwischen mir und den Menschenhändlern war und ihm an allen die Schuld gegeben. An dem Tag, als sie ihn ermordeten, zwangen sie mich noch, mit ihm zu telefonieren. Unter den widrigsten Umständen schafft es Lovett, in Österreich Fuß zu fassen. Sie besitzt mittlerweile die österreichische Staatsbürgerschaft. Ihr Leben ist jedoch als alleinerziehende Mutter alles andere als einfach. 99% von jungen nigerianischen Frauen in meinem Alter sind Opfer von Menschenhandel. Das traumatisiert und du verlierst dein Selbstvertrauen. Deshalb sage ich immer, es ist besser, über diese Dinge offen zu reden, damit die Leute endlich die Wahrheit erfahren. So, like, I will always tell people, it's better to speak out. Let the people know the truth. Lovett möchte verhindern, dass Mädchen und junge Frauen aus Afrika in die gleichen Fallen der Menschenhändler tappen, wie sie selbst damals. Meine Vision ist es, eine Organisation zu gründen, mit der ich jungen Frauen beibringen kann, dass Europa ihnen niemals das bieten kann, was sie sich in ihren Träumen vorstellen. Die einzige Möglichkeit, gegen diese Art der modernen Sklaverei anzukämpfen, besteht darin, die Frauen in Afrika zu ermutigen, sich Fähigkeiten anzueignen und sich dadurch zu emanzipieren. Von Wien aus organisierte Lovett die Gründung der Great Destiny Makers Foundation. Mit ihrem privaten Geld bewerkstelligte sie den Kauf und die Verteilung von Schulheften an bedürftige Kinder in ihrer Heimatgemeinde. Und sie unterstützt junge Frauen dabei, sich in Nigeria erwerbstaugliche Fähigkeiten anzueignen. Okay. La ora 13 in Ritter, Maria Hilfe Straße, Café Ritter. E bene? Okay. Wer sind die Menschen, die mit der Not anderer ihre Gewinne machen?
Wie rechtfertigen Sie Ihr fragwürdiges Handeln? Frau Elisabeth kennt Gigis Arbeitgeber aus der rumänischen Community als seriösen Geschäftsmann. Im Kaffeehaus möchte sie ihrem Landsmann daher ein paar drängende Fragen stellen. Es waren Zeiten, wo ich diese Person anders kennengelernt habe und ich weiß nicht, woher dieser Sinneswandel. Aber ist total anders, als ich ihn kennengelernt habe. Mit großer Verspätung taucht der Mann schließlich auf. Frau Elisabeth verständigt uns und erklärt ihrem Landsmann die Situation. Die Bitte um ein Interview lehnt der Rumäne Fuest ab. Reden will er trotzdem. Ja, 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 so ist es. Genau. Aber wie viel Geld braucht er? 2.789. So was, ja. 2.700. Den ich wachse, leider fehle ich mich dann nach euch. Er sagt, nein, ich habe ausgeborgt und dann habe ich später von dem Lohn abgezogen. 1.800, er hat 1.800 per Monat und dann 400 zurück. Und das ist schriftlich festgehalten? Nein, nur schriftlich. Wir müssen dich nicht glauben und wir müssen nicht der Gigi glauben. Wir glauben das. Unterlagen, Verträge. Ja, aber wir wollen einen Vertrag, ein SVA von dir. Der Mann pocht auf Handschlagqualität. Und langsam nähern wir uns dem Kern der Sache. Ich habe nicht Zeit für diese, für Rat, für ja. WKO, für Wirtschaftskammer. Entschuldigen Sie bitte. Aber dann ich arbeite, ich habe nicht Zeit. Mhm. Ein Mann rufe und, hey Chef, bitte, und er ist nicht drin. Er möchte Geld. So. Habe ich Zeit für Gigi, für Gericht, für das? Punkt Gigi, schwimme da Geld. Ohne Geld und Buff. Er kriegt von mir das zwei ist, Fäuste in der Fresse und schmeiße ich ihm raus und fertig. Da haben wir wahrscheinlich den Kreislauf, aber ja. Ja, und dann dauert der Pachafa, dauert schon durch den Kurs, nicht mehr da war, nicht mehr da Kasse. Illegal. Was da ist? Ich schätze, fast da haben wir Jude, da haben wir Jude, kurz wie Elisa. In Rumänien ist Anarchie in Österreich auch, die ganze Europa auch, die ganze Welt auch. Der Arbeitgeber beharrt weiter darauf, dass in seiner Baufirma alles zu 100% sauber abläuft. Wenn es Unterlagen gibt, dass es alles in Ordnung ist, dann ist ja alles gut. Also das, fast. Er soll es uns nur zeigen. Das Kontrakt. Er sendet mir per E-Mail die ganze Dokumentation senden. Wer großartig. Montag hat gesagt, bis Montag. Die Zusendung wird mit Handschlag besiegelt. Die Unterlagen sind niemals bei uns angekommen. Und es ist sehr fraglich, ob Gigi seinen gerechten Lohn für seine Arbeit je erhalten wird. Ich bin überzeugt, dass heutzutage sehr viele Menschen unter extrem schlechten Bedingungen ihr Brot verdienen müssen. Und die Mehrzahl empfindet das auch noch als normal. Es muss heißen, absolut null Toleranz bei Ausbeutung. Nur so können wir ein neues gesellschaftliches Bewusstsein schaffen, ohne Ausbeutung, ohne Gewalt und ohne Ungleichheit.